Ja, neben den unendlichen und unerforschten Weiten der Ozeane sind die alten ägyptischen Pyramiden wohl das Geheimnisvollste, was unsere Erde zu bieten hat. Noch heute sind so viele kuriose Rätsel um die Pyramiden ungelöst und bringen Forschungsteams weltweit um den Schlaf. Die Entschlüsselung der Pyramiden von Gizeh ist nicht zuletzt so komplex, weil der älteste erhaltene Bericht über sie ganze 2 Jahrtausende nach ihrem Bau entstand. Geheimnisvolle Energiefelder im Inneren, preußische Hieroglyphen und zerbrochene Sphinx Nasen. Ihr habt euch das Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt bei Klickstum Science and Fiction die 8 spannendsten und kuriosesten Pyramidenfakten. Herzlich willkommen. Auf der 8. Zerstörte Obelix die Nase der Sphinx? Naja, die Sphinx, ihr kennt sie bestimmt alle, die Bewacherin der Pyramiden von Gizeh. Charakteristisch ist ihre abgebrochene Nase. In dem Asterix und Obelix-Comic Asterix und Kleopatra von 1963 war es der Gallier Obelix, der diese beim Klettern zerstörte, aus Versehen. Teams von Historikerinnen und Historikern haben eine andere Theorie. Demnach hat ein muslimischer Bilderstürmer im 14. Jahrhundert die Nase in voller Absicht zerstört. 7. Was hat es mit der geheimnisvollen Pyramidenenergie auf sich? Ein Thema, was besonders diskutiert wird, und ihr habt sicher alle schon einmal davon gehört, es geht um die Pyramidenenergie. Demnach sollen pyramidenförmige Gebäude oder auch ein Behälter einen krassen Einfluss auf die darin enthaltenen Objekte haben. Beispielsweise sollen stumpfe Rasierklingen wieder scharf werden und Lebensmittel dank der Mumifizierung länger haltbar sein. Seriöse wissenschaftliche Experimente haben aber bereits mehrmals das Gegenteil gezeigt. Der Mythos der Pyramidenenergie jedenfalls ist entzaubert. Naja, aber es gibt ja noch genügend andere. Die 6. Auch vom Weltraum aus zu sehen, die Pyramiden von Gizeh in der Nähe der ägyptischen Stadt Kairo sind mit ihren 4500 Jahren nicht nur das älteste Weltwunder der Antike, sondern auch ein Weltkulturerbe der UNESCO. Im Gegensatz zur chinesischen Mauer sind sie sogar von Weltraumstationen aus ziemlich deutlich zu erkennen. 5. Gebaut von den Preußen? Vielleicht habt ihr schon mal von den Hieroglyphen rechts über dem ursprünglichen Eingang der Cheops-Pyramide gehört. Zitat, so sprechen die Diener des Königs, des Namen Sonne und Fels Preußen ist. Ja, Zitat Ende. Haben also vielleicht gar nicht die alten Ägypter, sondern die Preußen die Hände im Spiel? Eindeutig nein, die Hieroglyphen stammen von dem Forscher Karl Richard Lepsius, der damit dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Zum Geburtstag gratulierte. Seine Glückwünsche hatte er einfach in die Pyramide gemeißelt. Heutzutage wäre das undenkbar. Und die 4. Tausende weiterer Pyramiden weltweit? Schätzungen zufolge gibt es neben den alten ägyptischen Pyramiden und den Pyramiden der Mayas in Südamerika wohl noch hunderte weitere auf der Welt, vielleicht sogar Tausende. Beispielsweise wurden weitere Pyramiden auf den Kanarischen Inseln, in Arabien, auf den Malediven, auf dem Grund des Atlantischen Ozeans und in Tibet entdeckt. Die meisten von ihnen sind aber wohl noch unentdeckt und befinden sich unter der Meeresoberfläche, in verlassenen Dschungeln oder unter dem Eis der Antarktis und dann auch oft natürlich natürlichen Ursprungs. Denn die Form der Pyramide ist keine besonders komplexe und kommt oft auch ganz natürlich vor. 3. Bau der Pyramiden, ein unlösbares Rätsel? Stellt euch das mal vor, die Pyramiden sind mehr als 4500 Jahre alt und damit das einzige Weltwunder der Antike, das die Jahrtausende überdauert hat. Und trotzdem gibt ihr Bauforschungsteams weltweit große Rätsel auf. Fest steht nur, es sind bautechnisch gesehen vollkommene Meisterleistungen. Doch wie genau wurden sie gebaut? Es gibt Vermutungen, nach denen beim Bau der Cheops-Pyramide von der westlichen Seite her eine lange Rampe genutzt wurde. Darüber wurden dann vielleicht die 50 Tonnen schweren Deckblöcke für die Grabkammer transportiert. Im oberen Bereich wurden Theorien zufolge Spiralrampen genutzt. In antiken Berichten ist von Hebelkränen die Rede. Eventuell wurden die Steinblöcke direkt an der Pyramide, aber auch mit Winden hochgezogen. Wie ihr seht, es gibt viele Theorien, aber eindeutige Beweise fehlen. Auf der 2. Bedroht von Luftverschmutzung und Wüstensand. Ich habe schon erwähnt, die Pyramiden von Gizeh sind ja 4500 Jahre alt und so lange hat sie eigentlich nichts erschüttern können. Zwar wurde über die Jahrhunderte hinweg der weiße Kalkstein geplündert, mit dem die Pyramiden verkleidet waren, doch die Bedrohung heutzutage ist eine andere. Zum einen nagen der Wüstensand und die Luftverschmutzung an der Substanz,
Zudem setzen die vielen Besucher und die resultierende Feuchtigkeit dem Inneren zu. Aber vor allem das Wachstum der Stadt Kairo ist laut UNESCO-Welterbekomitee eine große Bedrohung für die Pyramiden. Das Problem: Müll wird abgelagert und verbrannt und die Regierung will eine Verkehrsachse bauen. Damals noch standen die Pyramiden frei, mittlerweile werden sie von der Stadt von drei Seiten umschlossen. Expertinnen und Experten fordern eine Pufferzone, damit die Pyramiden auch die nächsten Jahre überstehen. Und last but not least die 1, Pyramidologie. Grenzwissenschaftliche Theorien en masse, ihr wisst es selbst, um die Pyramiden ranken sich unzählige Mythen. Und nicht nur renommierte Forschungsinstitute beschäftigen sich mit dem Thema, sondern auch die sogenannten Pyramidologen. Diese Theorien rund um die Pyramiden des alten Ägyptens sind pseudo- und grenzwissenschaftlich. Ihre Anhänger nehmen beispielsweise an, dass die Pyramiden exakt so angeordnet wurden, dass sie dem Sternbild Orion entsprechen. Die Maße der Pyramiden richten sich nach der Kreiszahl Pi und dies spreche für eine höhere Macht. Naja, auf jeden Fall wird dort immer wieder Neues entdeckt. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Pyramiden, Pharaonen und die alten Ägypter und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klixo mitmachen und es gibt zu Beginn auch ein kleines Goodie, wenn ihr draufklickt. Also hier draufklicken, der direkte Draht zu mir. Und natürlich nicht das Abo mit der, genau, mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Geheime Kammer der Cheops-Pyramide entdeckt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.